Guten Morgen, ihr Hübschen, und willkommen zu den 19.02. zum Halbmond im Zwilling. Wir haben die Halbmondenergie das ganze Wochenende, werden also dieses Wochenende mit den Tagesimpulsen, mit der Seelenheimat des Herzens arbeiten. Ja, das ist das Tor zum Herz, sein Herz zu öffnen, die Dinge aus dem Herzen fließen zu lassen. Wir gucken rein. Wir haben als Unterseite schon mal auf euch zukommend ein Moment, in dem es richtig ist, seine Gedanken und Gefühle ehrlich zu offenbaren. Ja, wie passend, oder? Also ich finde schon wieder passend, da geht es doch schon wieder nicht mehr, ne? Sich selbst erstmal seinem Herzen zu offenbaren und das dann aus sich herausfließen zu lassen. Da kommt der richtige Moment heute oder dieses Wochenende auf euch zu. Das werdet ihr auch merken. Ihr werdet dann so einen Druck verspüren, wo ihr euch einfach etwas nicht mehr verklemmen könnt. Energiearbeit entsprechende habt ihr in der Infobox, habe ich euch gestern Abend ja mit dem Halbmond-Orakel schon angekündigt. Ja, hier guckt, das ist, schaut euch das an. Da, öffne dich für die Wahrheit, spüre, wie sich das Tor, ja, öffnet. Da, was habe ich gesagt, kommt auf euch zu. Ein Moment, ein Momentum, an dem es angebracht ist, wirklich ehrlich und offen die Gefühle und Gedanken fließen zu lassen. Da, auf euch zukommt und gerade gefallen, ist dieselbe Energie. Wahrheit und Klarheit. Verklemm dir nichts, halte nichts zurück, lass es einfach fließen. Können wir noch was an zusätzlicher Information dazu bekommen? Ja, über die Energiearbeit in der Infobox. Sehr geil. Gucken wir rein. Spüre, wie sich dadurch Tore und Türen für dich öffnen. Die Dinge wieder ins Fluss kommen, in den Fluss kommen, weil sich nichts mehr in dir anstaut, ja, und dadurch alles zurückstaut. Ne? Es keine Rückkopplung mehr gibt, die durch dich selbst verursacht wird, weil du dich vor gewissen Wahrheiten verschließt. Ja, hier guck mal. Geben und empfangen. Und das ist genau das. Hier guckt mal, ne? Hier, was habe ich gesagt? Auf euch zukommend und weggehend. Von euch ausgehend, ja? Da. Geben und empfangen, ne? Wer Wahrheit und Klarheit empfangen möchte, muss diese auch erstmal selber geben. Ihr wisst wieder das Glashaus, ne? Aus dem man nicht mit Steinen werfen sollte. Ja? Wow. Wow, wow, wow. Ja, das vierte Minute führt zu Stabilität, innerer wie äußerer. Bis dann, Soham.